schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch einmal zeigen, was ihr aus Holunderblüten alles außer noch dem Sirup machen könnt. Es ist wieder die Zeit und ich habe im letzten Jahr zumindest schon mal ausprobiert, wie es ist, Holunderblüten-Sekt herzustellen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, der ist so herrlich erfrischend, hat nicht allzu viel Alkoholgehalt, aber ein bisschen kribbelt schon. Und ich möchte euch heute in meinem Video einfach mal ganz kurz zeigen, was ihr dafür benötigt. Es ist gar nicht schwer. Ihr braucht saubere Gefäße. Ich habe hier zwei alte große Gläser, Olivengläser waren das. Etwas Zucker, Wasser, natürlich die schönen Holunderblüten und dann etwas Apfelessig, am besten auch Bioessig. Und dann geht's schon los. Die Holunderblütendolden, die schüttel ich nochmal aus, weil da ja meistens doch ein paar kleine Tierchen drin sind und die sollten doch schon alle lieber dem Topf fernbleiben. Und dann werden die klein gezupft, so wie ich es hier zeige, und kommen erstmal in den Kochtopf. Als nächstes habe ich hier eine Zitrone. Das ist eine Bio-Zitrone, die ist vorher noch mal gut heiß abgespült worden. Und wichtig ist bei Zitrusfrüchten, dass ihr die vorher einmal mit der Hand auf dem Brettchen oder auf dem Tisch rollt. Dadurch ergibt das viel mehr Saft und die wird dann hier in Scheiben geschnitten und kommt dann zusätzlich auch mit in den Topf. Jetzt kommen noch 300 Gramm Zucker hinzu. Die genauen Mengenangaben für dieses Rezept, das findet ihr unter der Videobeschreibung. Da steht nochmal ausführlich alles drin. Und der Zucker, der wird dann schön vermischt mit den Blüten und mit den Zitronen. Und eine ganz geringe Menge Essig, 30 Milliliter Essig. Ich verwende ganz gerne den Apfelessig, weil der nicht ganz so stark ist und hat auch noch einen eigenen Fruchtgeschmack. Also 30 Milliliter Essig gut abmessen und dann kommt das auch noch mit dazu. Natürlich darf Wasser nicht fehlen. Insgesamt für mein Rezept habe ich hier 2200 Milliliter Wasser, kaltes Wasser. Das wird dann im Prinzip alles vermengt, bis sich der Zucker gut aufgelöst hat. Und anschließend kommt das in die vorbereiteten Behälter. Die Behälter sollten wirklich sehr gut gereinigt werden, am besten einmal mit Heißwasser ausgespült werden, damit keine Keime und Bakterien drin enthalten sind. Thank you.
Das Ganze fülle ich dann in meine vorbereiteten Gläser. Wichtig ist auch, dass es Schraubgläser sind, das heißt, dass ihr wirklich einen festen Luftverschluss dort habt. Und dann können die ganzen Sachen dort 48 Stunden dunkel lagern und danach geht es dann weiter. Nach 48 Stunden siebt ihr das Ganze durch und könnt es in Flaschen abfüllen. Verwendet bitte hier richtig fest verschließbare Flaschen, weil das fängt wirklich an zu kribbeln und das ist ein herrliches Sommergetränk. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Für diejenigen, die es lieber alkoholfrei mögen, gibt es jetzt noch mal eine kleine Anleitung für den Holunderblütensirup. Da bin ich auch großer Fan von, weil das im Sommer wirklich eine Erfrischung ist, wenn man das einfach nur mit Mineralwasser aufgießt. Man kann das natürlich auch für tolle Hugos und andere Mixgetränke verwenden. Also da ist eurer Leidenschaft keine Grenze gesetzt. Macht was Schönes draus. Und Holunderblütensirup hält sich aufgrund des hohen Zuckergehaltes ja so lange, dass ihr den wirklich gut auf Vorrat zubereiten könnt. Hier nehme ich die gereinigten Dolden, das sind ungefähr so 16 bis 18 Stück. Die werden jetzt zerkleinert und kommen in einen Topf mit ca. 1,5 Liter Wasser und werden jetzt erstmal auch mit einer Bio-Zitrone, die ich klein schneide, aufgesetzt und bringe das Ganze zum Kochen. Und Deckel drauf und ab auf die Kochstelle. Ach, so frisch.
frische Holunderblüten, die duften einfach fantastisch. Und wenn das Ganze etwas abgekühlt ist, dann siebe ich natürlich auch hier die festen Bestandteile wieder durch, sodass ich dann nur die Flüssigkeit auffange und die wird dann nochmal neu mit dem Zucker angesetzt. Für 1,5 Liter Flüssigkeit nehme ich hier einen ganzen Kilo Zucker. Das genaue Rezept steht auch unter der Videobeschreibung. Das könnt ihr euch nochmal im Nachgang durchlesen oder abschreiben. Wie gesagt, Holunderblütensirup ist eine feine Sache und hält sich unwahrscheinlich lange. Muss ich natürlich jetzt auflösen. Dazu rühre ich ganz vorsichtig um und lasse das wirklich auf kleiner Stufe kochen, sodass im Prinzip nur der Zucker aufgelöst wird. Das Ganze muss jetzt nicht mehr vor sich hin blubbern, das reicht, wenn das wirklich aufgelöst ist. Anschließend fülle ich dann den Sirup hier in die Flaschen ein. Die solltet ihr auch im Vorfeld gut sterilisieren bzw. mit heißem Wasser zumindest ausspülen und dann kann das eingefüllt werden und lange gelagert werden. Wenn euch das Video gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst oder irgendeinen Kommentar dazu reinschreibt. Ansonsten abonniert meinen Kanal, falls noch nicht geschehen. Die Videos sind für euch völlig kostenfrei. Demnächst wird es noch weitere Infos geben, die ich unter die Videobeschreibung mitteile, sodass ihr euch da auch entsprechende Dinge abrufen könnt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir einfach und ich versuche das zu beantworten. Ansonsten habt viel Spaß und seid kreativ, macht was draus. Es gibt so viele schöne Dinge im Leben, die man machen kann. Hauptsache, ihr habt Spaß und Freude daran. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Es gibt nächsten Sonntag wieder ein neues Video. Lasst euch überraschen. Ich weiß noch nicht, was es wird, aber wir sehen uns auf jeden Fall. Tschüss und bye bye.